Nils Polet, der vierte Platz ist der am wenigsten schönste. Wie sehr tröstet es darüber hinweg, dass du ein sehr gutes Paris-Roubaix geliefert hast und am Ende gegen wirklich sehr, sehr sprintstarke Männer ums Podium gekämpft hast? Oh, ich denke, der hätte mehr geschmerzt, wenn ich letzte Woche nicht Dritter gewesen wäre in Flandern. Von daher, klar, Vierter ist immer unschön, aber ja, mit Pedersen und Philipsen auf die Zielgerade zu kommen, war es natürlich ungünstig für mich, kann man schon sagen. Aber ich denke, ich habe ein schönes Paris-Roubaix gezeigt, ich bin offensiv gefahren und ja, Mathieu war heute wieder in einer anderen Liga, Chapeau. Und ja, bin stolz auf meine Klassikersaison, bin stolz, wie die Jungs gefahren sind und ich denke, wir können sehr, sehr zufrieden jetzt mit den Kopfsteinpflaster-Klassikern abschließen und uns jetzt voll auf den Sommer konzentrieren. Oschi war schon in der Vergangenheit eine der Schlüsselstellen. Hat es dich überrascht, dass Mathieu da losgefahren ist und wie hast du die Situation dann erlebt? Ja, ich war eigentlich in einer relativ guten Position. Ja, es war einfach, er ist voll losgefahren. Ich habe mir auch schon ein bisschen auf die anderen geguckt. Ja, Alpecin hat es verdammt gut gemacht. Wir haben versucht, hinterher zu fahren. Die haben dann direkt die Nachführarbeit gestört mit Vermeersch und Philipsen. Das sind direkt die Attacken, die dann, ja, die Konterattacken haben sie direkt zugefahren. Und somit hat Mathieu dann einmal 15, 20, 30 Sekunden und damit war er weg. Die Gruppe, die dann am Ende ums Podium gekämpft hat, hast du initiiert mit deiner Attacke. War das der Versuch, okay, vielleicht kann ich Pedersen und Philipsen doch abhängen? Ja, klar. Ich denke, ich wollte unbedingt ums Podium fahren dann noch und habe es dann am Monte Pavel versucht. Ich denke, hatte eine gute Lücke auch gehabt heute. Ja, waren halt dann Philipsen und Pedersen mit am Rad, was dann ungünstig war. Gut, wie gesagt, Vierter. Ich denke, ich kann sehr, sehr zufrieden sein mit der Saison, die ich gezeigt habe, mit der Klassikersaison. Und ja, freue mich jetzt einfach, gut, jetzt noch Brabantse Pijl am Mittwoch und dann ein bisschen durchzuatmen. Mit dem Rückenwind war es extrem schnell. War es auch eine extreme schwere Edition? Ja, es war nie ruhig heute. Vom ersten Pavé an war es extrem schnell. Alpecin hat voll durchgezogen und ja, somit war es kaum eine Zeit, um sich zu erholen. Und von daher ja, war es eine extrem harte Edition. Ja. Danke, Nils. Danke.